Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Klingelbach. Heute schon am Dienstag. Dienstag, 16. Januar 2018. Bin ich sicher, ich glaube, ich habe gestern 2017 gesagt. Ich weiß nicht ganz genau. Aber heute am Dienstag sind wir wieder da. Wenn wir dann ganz kurz den Traktor mal abschalten. Wir warten hier, bis das gestern gelieferte Düngemittel, also Festdünger, dass der hier angezeigt wird. Aber es dauert wahrscheinlich noch einen kleinen Moment, bis die Pumpe arbeitet. Oder diese Förderbandschnecke oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Derweil werden wir mal unseren LKW, den wir gestern schön beladen haben, den werden wir erstmal abladen. Natürlich müssen wir dann noch weitermachen mit der Bodenbearbeitung, düngen, ansehen und so weiter und so fort. So, erstmal hier, zack, linke Seite auswählen. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt gibt, aber darum soll es eigentlich auch nicht gehen. Oh, guck mal, 33.000. Das ist ja gar nicht so wenig, nicht? So, dann fahren wir mit dem wieder rüber zum Feld, würde ich sagen. Weil da liegen noch 3 oder 4 Ballen, haben wir nicht Platz gehabt, weil der LKW einfach voll beladen war. Die holen wir jetzt ab und dann können wir uns eigentlich... Dann ist die Ballengeschichte schon mal abgeschlossen für uns, ne? Das heißt, wir haben alles gepresst, wir haben alles aufgeräumt. Super. Echt super. Und dann können wir uns jetzt wirklich... 100% oder fast 100% der Bodenbearbeitung widmen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wir werden jetzt oben nochmal ganz kurz drüber düngen. Wir werden hier die 2 Felder düngen. Und dann werden wir hier schon die Sämaschine loslassen. Und die wird uns Hafer, glaube ich, ansehen. Wir müssen mal gucken, was wir für... Ich kann mir das nicht merken, was wir für die Bäckerei brauchen. Das ist unfassbar. Hier liegen noch 2 Ballen rum. Okay. Hier liegt auch noch einer. Okay. Dann nehmen wir zuerst das hier. Und dann das hier. Und dann jetzt noch den. Und dann haben wir es aber wirklich. Weißt du? Wirklich haben wir es dann. So. X. Für den Modus ausschalten. Wenn ich das auf den Hof komme und dann macht's. Ah ne, passiert sowieso nichts. Nicht so schnell. So. Okay, den zum Hof. Wir können ihn dann eigentlich gleich abkuppeln, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vielleicht können wir den auch wieder umbauen zur Mulde. Ich muss mal schauen, wie wir was brauchen zunächst. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Gras ist natürlich immer noch ein Thema bei uns, ganz klar. Also Grasballen werden gemacht die nächste Zeit, aber wie gesagt, da brauche ich noch Mähwerk für. Und ich habe mir überlegt, Silage-Sache, ne? Also für Silage haben wir jetzt ziemlich nicht wirklich ausgerüstet, ne? Können wir ja so sagen, wie es ist. Aber... Was wir natürlich haben, was nicht ganz unwesentlich ist, ist auf alle Fälle die Pressen. Oh wow, das war keine Kollision hier. Die Pressen mit, also Rund- und Quaderballen pressen. Und da können wir auf alle Fälle uns vielleicht einen Wickler organisieren, sodass wir einfach nur ein bisschen wickeln und dann haben wir Silageballen. Weißt du? Das wäre ja so nicht verkehrt, ne? Und ich glaube, da gibt es auch schon relativ günstige Varianten. Also da gibt es so teuer, wie es mal gewesen ist es, glaube ich, nicht mehr. Aber lass uns mal schauen. Oh, das ist jetzt angekommen hier. Das heißt, wir können jetzt hier noch schön Dünger aufnehmen. Geht das nicht hier? Warum nicht? Ist das ein anderer Tank? Ah, das kann sein, ne? Weil Dünger, glaube ich, ist ja... Achso, ist das hier hinten vielleicht? Oder füllt sich das vielleicht gar nicht so auf, sondern... Aussteigen, um automatisch Aufladen anzustellen. Ja, ich möchte automatisches Aufladen. Aber wie mache ich das? Das ist nur die Einfüllhilfe. Und das ist... Was ist das? Achso, das ist der Kotflügel. Wow. Also wie gesagt, automatisches Einladen wäre schon vom Vorteil, ne? Alter, die Kamera. Was ist mit der Kamera heute los? Geht das nicht hier? Oder geht... Aber doch, die Sämaschine funktioniert schon. Warte mal. Aktuelle Einstellung ist... okay. Lass mal nochmal wegfahren. Und dann können wir automatisches Befüllen... Zum automatischen Befüllen wechseln. Ja. Was können wir das hier auch machen? Nee, das passt. Aber hier ist auf alle Fälle nicht eingestellt gewesen. Das heißt, wir versuchen es nochmal.
Ah, jetzt hat's funktioniert. Ja, komische Welt, ne? Gut, ist nur ein bisschen tiefer gelegt, aber nur ein bisschen. So, damit fahren wir jetzt zu Feld 18. Und während der fährt, sind wir schon da und kümmern uns darum, dass wir, dass das gedüngt wird. Ich hatte doch einen Kurs zu Feld 18. Oder, ich hab doch, warte mal. Da ist er. Der ist nicht richtig abgelegt worden. Deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Deswegen merkt euch, Ordnung ist das halbe Leben. Oder vielleicht sogar das Dreiviertel der Leben. So, zack, eingestellt. Jetzt müssen wir zur Spritze. Spritze, da ist die Spritze. So, hier habe ich aber theoretisch einen GPS. Ah, ja, genau, siehst du? Bin gespannt, ob das funktioniert. Mann, das Coole ist halt, wäre halt, so muss ich es formulieren, dass wir. Ja. Dass wir jetzt einmal düngen, ne? Und der dann mit dem Ansehen nochmal düngt. Und dann ist die Frage, ob ich gleich nochmal düngen kann. Weil wir haben, spielen hier mit 3 Düngestufen. Das heißt, wir haben schon eine Kleinigkeit zu tun, ne? Oh, ich mag das Gespann eigentlich. Ich weiß nicht warum, aber guck dir mal, der Traktor selber ist ja auch, ne? Rot mit weißem Dach. Und die Fässer, also das Fass und die Spritze selber ist ja auch weiß mit roten Akzenten drin. Eigentlich ein stimmiges Konzept, wenn ich das so sagen darf. Ich hätte Modedesigner werden sollen. Ich weiß es ganz genau, das wäre genau mein Ding gewesen. Aber nee. So, der Traktor ist da. Guck dir mal das an. Und jetzt kommt der Moment, wo... Wie heißt das? Wo der Hund das Wasser lässt? Da gibt es ein Sprichwort. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht. Moin, Kollege. Wir müssten da mal ganz kurz was testen. Ich glaube ja nicht, dass es funktioniert. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Wirklich. Ausklappen. Und jetzt bin ich nämlich gespannt. Sonnenblumen haben wir richtig ausgewählt, ne? Es funktioniert! Ihr seid ja genial da draußen. Okay, warte. Das ist... Wir müssen auf alle Fälle hier mal düngen und sehen. Zack. Feld 18. 4,5 Meter. Ist das so? Ich würde gerne ein bisschen runtergehen. Da 4,2. Ja, und los. Ist doch perfekt. Ist doch perfekt. Ansehen. F18. 4,2 Meter. So, da fahren wir noch ein Stückchen weiter, damit wir ihm das sagen können. Okay, Kollege. Nichts passender. Nee, naheliegendster Wegpunkt. Und dann läuft das schon. Das ist klug. Das ist wirklich gut. Klug und gut und so weiter und so fort. Aus. Das passt. Okay, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt aber weitermachen mit dem... Das habe ich so gemacht. Ja genau, wir müssen natürlich wieder Dünger spritzen hier. Und während hier gearbeitet wird, werden wir mal rüberfahren auf das 13-14er Feld. Oder auf die beiden Felder besser gesagt. Und werden da mal ganz fix auch düngen, ne? Muss ja auch sein. Aber dann können wir hier hoffentlich eine gute Ernte erwarten, wenn wir hier... Also, wir haben... Guck ja wirklich, ne? Es wurde jetzt... Ich bin jetzt dabei zu düngen. Die Sämaschine düngt mit. Ne? Die düngt wirklich mit. Also, das müsste eigentlich schon passen. Hoffe ich zumindest. So, was sagt mein Smart-Telefon? Ah ja. Keine neuen Nachrichten. Ach komm, kann doch gar nicht. Kann doch gar nicht angehen eigentlich. Hat er gerade richtig gedreht oder hat er gerade falsch gedreht? Ah ne, er fährt zurück. Ich habe nichts gesagt. Bin immer ein bisschen kritisch, ne, mit den CP-Fahrern, aber habe auch schon tatsächlich sehr viele Sachen erlebt, wo ich gedacht habe, Alter, wie kannst du das nur machen? Aber es läuft. Es läuft echt. Also, wir wollen jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, so heißt es richtig. Sondern wir müssen einfach mal warten, wie es kommt und ob es kommt und wie auch immer. Hier werden wir auf alle Fälle, weil, haben wir ja gesagt, es kostet ja fast nichts, ne? Weiß nicht, wie viele Felder ich jetzt schon gemacht habe, aber sicher schon 1, 2, 3... Ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Feld jetzt, ne? Und das ist immer noch die erste Ladung. Wir sind jetzt bald bei 50%, also... Das ist auf alle Fälle vertretbar. Wirklich, das ist wirklich vertretbar. War ganz kurz nochmal drüber nachgedacht, ob ich den zuerst auf Feld 2 schicke,
Nur, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, weil Feld 2 ist sozusagen abgeschlossen, seetechnisch, und da wäre es doch jetzt auf alle Fälle klüger, zuerst zur 13-14 zu fahren. Müssen wir nochmal nachschauen, ob die 13-14 nicht noch gepflügt werden muss. Oder sollte. Müssen ist ja, von müssen kann da keine Rede sein. So. Ist okay, weißt du? Ist, wow, wow, bleib stehen, Alter. Ah, hier ist noch ein kleines bisschen. Komm, lass mal das Ganze noch fix machen. So. Da kann dann keiner sagen, du nimmst nur die Hälfte und so weiter. Ich muss gerade noch was testen. Ich weiß, mit dem Gestänge rumfahren ist nicht cool. Muss aber noch was testen. Und zwar möchte ich nämlich testen. Alter, guck mal, wie sauber der das macht, ne? Kann ich das düngen? Nein. Okay. Hätte ich mir aber auch denken können. Aber ich wollte es nur mal ganz kurz in Erfahrung bringen. So. Wo ist das? Ah, hier ist es. Okay. Wir fahren nicht weit. Lohnt sich eigentlich gar nicht, das voll zusammenzuklappen. Aber Transportstellung muss natürlich eingenommen werden. Aber ich glaube, bei 13, 14, das sind wir nicht lang bei, liebe Leute. Ne? Achso, genau, wegen dem Pflügen wollte ich nochmal gucken. Warte, warte, warte. So. Und zwar 13 und 14 da oben. Die zwei. Ah, das waren beide Roggen. Das heißt, hier wird Dinkel angesät. So ist richtig. Nicht Hafer. Ich habe, glaube ich, habe gestern Hafer gesagt. Muss nicht gepflügt werden. Wunderbar. Da fahren wir da jetzt sofort hin. Und werden da mal so ein bisschen Flüssigdünger drüber werfen. Alter, der Weg hier hoch, ne? Der Weg ist, wird ein steiniger sein. Eieieiei. Der arme Traktor. Also wenn der irgendwann mal im Schuppen steht und der Motor am Boden fällt, weißt du, der hat seinen Dienst getan. Er hat seinen Dienst einfach getan und der darf auch gehen. So, ich habe noch keine Ahnung, wie wir hier richtig sind, sage ich jetzt einfach mal. 21 Meter müsste eigentlich passen. Der Kurs müsste so irgendwie auch passen. Ein bisschen hier ran, ne? Nichts Verschwendung. Nichts Verschwendung, weißt du Bescheid, nicht? Nichts verschwenden, so würde ich sagen. Fahr doch mal vor. So, das funktioniert auch wunderbar. Ja, und da kann eigentlich schon die Sämaschine kommen. Weil hier wird auch gesät. Sehr, sehr gut. Ah, momentan bin ich echt zufrieden. Ich hätte gedacht, wir sind länger unterwegs, aber ja. Ich glaube, wenn die Maschinen mal laufen und die auch durchlaufen können, ne? Das ist auch wichtig, wirklich die Sachen durchlaufen lassen. Nicht immer nur wegziehen wieder und dann die Maschinen für was anderes verwenden. Das ist nicht gut. Wenn dann mal eine Sache machen lassen, Sache abschließen und die nächste Sache angehen. Das erlebe ich tatsächlich tagtäglich auch im Berufs- und Privatleben. Sachen abschließen und dann erst die nächsten Sachen angehen. Es bringt gar nichts, wenn man 5 Sachen gleichzeitig macht und alles nur so halbherzig, sondern eine Sache machen, abschließen, nächste Sache machen. Das ist auch so, ist ja wirklich so. Also das, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, macht es so. So, da bleibt noch ein kleiner Streifen, aber den können wir meinetwegen sehr, sehr gerne düngen. Das Spray-Addon muss ich mit reinnehmen. Das habe ich wirklich wieder vergessen, ne? Meine Güte, Werner. Uppala. Ein bisschen hügelig, ja. Vielleicht könnt ihr mir tatsächlich noch etwas sparen mit dem Spray-Addon, ne? Aber gut. Kritische Leute würden sagen, du düngst halt jetzt hier zweimal, aber... Ja. Das wäre auch cool, ne? Einfach dreimal drüber fahren über die gleiche Fläche, dreimal gedüngt, danke, tschüss. Das wäre nicht schlecht. Aber das Spray-Addon mit reinnehmen ist ja gar kein Problem. Ja, ist ja gar kein Problem. Aber ich vergesse es halt nur immer. Das ist mein großes Problem, dass ich Sachen vergesse. Alter, wie schmutzig. Hat er schon. Oh, der hat schon ein Funkgerät, guck mal. Nicht unwesentlich am Land, Funkgerät. Speziell, wenn du mit mehreren Maschinen unterwegs bist, schon ganz geil eigentlich. So, dann machen wir ein bisschen nach links. Ich muss mal gucken, muss man in der René fragen, ob das Feld hier vorgesehen ist, dass man es auch verbinden kann, weißt du? Die kleinen Bäumchen in der Mitte, die mache ich einfach so mit dem... Die sind ja mit dem nächsten Windhauch, sind die weg, ne?
Können wir eigentlich auch ein großes Feld ausmachen. Aber das werden wir uns noch angucken. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, natürlich morgen wieder, am Mittwoch, zu einer weiteren Folge hier auf der Klingenbach. Bis dahin, habt noch einen schönen restlichen Dienstag und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.